Ja, Jetzt auch schön. weiter. Ich glaube, wir sind online. Also, hier sind wir von der Ausbildung für göttliche Energie, zweite Runde. Und ich wollte euch hier mal zum Facebook noch mitnehmen, damit ihr wisst, um was es uns denn hier wirklich geht. Und zwar geht es darum, in erster Linie mal zu sagen, wieso nennen wir es göttliche Energie? Und zwar, göttliche Energie ist die höchstschwingendste Frequenz, die wir uns nur vorstellen können. Den besten Namen, den wir dafür haben, wäre Liebe, Licht. Was noch, Anja? Wie nennen Energie, wir? Wie bitte? Energie, Ja, aber pure was Energie. für eine Energie? Es ist eine Energie mit der allerhöchsten Qualität. Also Herzensgeführt auch, vom Herz geführt. Herz geführt, genau, es schwingt höher. Wer Dr. Joe Dispenza kennt, es ist die Energie, die höher schwingt als Licht, als Lichtenergie. Diese Energie hat eine Qualität. Wenn wir uns damit verbinden, fühlt sie sich warm, weich, göttlich an. Und diese Energie ist eigentlich die Wahrheit, ist die höchste Schöpferenergie und sie heißt deswegen göttliche Energie, weil das Göttliche hat alle Qualitäten, die wir uns überhaupt nur wünschen. Das Göttliche ist allgegenwärtig. Das Göttliche trumpft alles, überspielt alles. Das Göttliche ist die Wahrheit. Das Göttliche ist das, was das Böse vom Guten unterscheidet. Das Göttliche kennt eben gar kein Böses. Wenn du mit dem Göttlichen verbunden bist, hast du einen göttlichen Blickwinkel. Und es ist die Kraft, die wirken kann durch dich. Und das ist das Wichtige, dass wir erkennen, dass wir als Menschen hier eben nicht wirken, sondern dass wir Instrumente für diese göttliche Energie darstellen können. Und das heißt, wir müssen uns dafür aktiv entscheiden. Und wenn wir uns aktiv dafür entscheiden und sagen, ja, ich spüre das, dass ich ein Instrument des Göttlichen sein darf, oder eigentlich sein sollte, aber es heißt ja immer noch, ich habe den freien Willen, es anzunehmen oder nicht, dann muss ich mich ganz klar mit dieser Göttlichkeit identifizieren. Und der Witz ist, wir haben so viele Blockaden in uns, die uns das oft nicht erlauben, ja, die einfach sagen, ja, das Göttliche von der Kirche her und da ist doch der Gott und der bestimmt alles und der sühnt und der straft und wir haben so ein schlimmes Gottbild eingetrichtert gekriegt, dass das allererste und das Wichtigste ist, dieses zu bereinigen. Weil wenn wir die Kirche und Gott gleichsetzen, dann kriegen wir es überhaupt nicht gebacken, hier als göttliche Wesen unterwegs zu sein, ja? Weil das, was die Kirche aus der Bibel gemacht hat, wo tatsächlich die Wahrheit drinsteht, wenn man sie richtig interpretiert, ist ein Machtinstrument. Allerdings. Und göttliche Energie und Macht im negativen Sinne wie Dominanz, Herrschaft, Herrschsucht hat nichts miteinander zu tun. Denn das Göttliche dominiert, wenn wir es zulassen, alles Böse, nur um sich zu zeigen im Guten, im Schönen und im Liebenden, aber nicht um zu unterdrücken und Abhängigkeiten zu schaffen und Angst. Unterdrückung, Abhängigkeit und Angst geht nicht einher mit der göttlichen Idee. Und da sehen wir schon den Unterschied. Unser weltliches Sozialsystem, unsere Weltanschauung ist geprägt von Angst und Macht und Dominanz und Herrschaft und Kontrolle. Ja? Und das
ist der absolute Gegenteil von dem, wie Göttlichkeit wirkt. Göttlichkeit wirkt in liebender Perfektion, in absoluter Fülle. Und das hat gar nichts damit zu tun, was uns eingetrichtert worden ist. Ja? Uns ist eingetrichtert, wir sind beschränkt. Uns ist eingetrichtert worden, wir müssen uns unterordnen. Uns ist eingetrichtert worden, es gibt eine Hierarchie, ja, eine Hierarchie in der menschlichen Welt. Und da gibt es halt welche, die sind schlauer, die sind besser, die wissen alles viel besser. Die müssen bestimmen und wir müssen uns unterordnen. Nun ist aber die schöne Nachricht, dass es nicht stimmt. Und es stimmt genau dann nicht, wenn wir genau wissen, dass wir als göttliche Wesen hierher gekommen sind, in kompletter Perfektion, in kompletter Liebe. Und dass es uns absolut erlaubt ist, uns von diesen ganzen Paradigmen zu trennen und uns in die höchste Verbindung, in die höchste Ebene unseres Seins begeben dürfen, die nichts mit unserer Körperlichkeit zu tun hat, sondern es hat mit diesem geistigen, mit dem höchst schwingendsten Energie, von der wir uns auffüllen lassen dürfen. Und wenn du dich von dieser höchst schwingendsten Energie auffüllst, dann ist dein ganzes Denken, dein ganzes Fühlen, dein ganzes Handeln orientiert sich an dieser höchst schwingenden Energie. Wenn du dich aber jetzt verbindest mit dem, was du im Außen siehst, was du gelernt hast, was du gehört hast, was die meisten Menschen glauben, dann bist du verbunden mit einer niedrig schwingenden Energie. Und dementsprechend orientieren sich deine Gedanken, dein Fühlen und dein Handeln an einer niedrig schwingenden Energie. Und du kannst entscheiden, gehe ich hierhin in diese menschliche Seite, die mir suggeriert und eintrichtert, dass ich hilflos bin und dass ich ausgeliefert bin und dass mein Leben Elend und Leid ist, oder erhebe ich mich in meine Spiritualität? Und spirituell heißt nichts wie geistig, und geistig heißt nichts anderes wie nicht physikalisch, und nicht physikalisch heißt nichts anderes wie energetisch. Ja, das ist es. Es ist energetisch. Also wenn du in die energetische Welt gehst, statt in die materielle Welt, und aus der energetischen Welt heraus schaffst du wiederum eine andere materielle Welt. Und je mehr Menschen das machen und je mehr Menschen diese Klarheit kriegen und dieses klare Bewusstsein darüber, dass sie hier sind, um in diese höchste Schwingung einzutreten und aus der heraus das Leben zu kreieren, zu manifestieren, zu materialisieren, zu gestalten, desto mehr werden die Menschen, die das vielleicht noch nicht wahrnehmen können, auf der anderen Seite mitgezogen. Und so erheben wir uns alle Schritt für Schritt. Aber es braucht welche, die vorangehen. Und genau deswegen sind wir hier mit diesen mutigen Menschen, die sagen, ja, ich habe keine Angst davor, dass alles besser sein darf, als es sich im Moment zeigt. Und ich trete in meine Kraft, ich ergebe mir die Erlaubnis, hier als Kanal für die höchste, liebendste und perfekteste Idee zu stehen. Und das bedeutet halt auch, dass ich dann letztendlich in der Konsequenz annehmen darf, dass ich eigentlich hier, ich als Patricia Dender, meine eigene Persönlichkeit eigentlich völlig wurscht ist. Und es ist mir ja auch wurscht, solange es mir gut geht. Solange ich mich gut fühle, damit ich anderen Menschen was Gutes tun kann, solange ich mit anderen Menschen mich freuen kann, ist doch mir egal, wer ich bin. Ehrlich, ich weiß nicht, wie geht's denn euch da, die ihr dabei seid. Will noch jemand was dazu sagen, bis wir hier wieder aussteigen aus unserer Live-Geschichte? Anja, magst du? Ja, genau. Ich wollte gerne noch was sagen. Und zwar ist das ja wirklich so die Sprache des Herzens, dass man auch wieder lernt, auf sein Herz zu hören, sein Herz dafür zu öffnen. Und es ist ja wirklich von dieser Energie genügend für uns alle da. Ja, und wenn wir das halt teilen und auch annehmen, was wir damit im Prinzip Positives bewirken können, duplizieren wir im Prinzip Freude
und Begeisterung und wirklich auch, dass jeder in seine volle Kraft und in sein volles Potenzial kommt. Und das ist halt einfach ein göttliches Geschenk, ne? Das, was man sich auch selber machen kann als Geschenk.